So, meine Freunde, es geht ja weiter hier mit Let's Play Eternal Darkness. Und, ja, wir lesen uns jetzt mal die Nachricht von Edward durch. Die Nachricht lautet: Meine liebste Alex, ich bin froh, dass du meinen Spuren im Papier so weit gefolgt bist. Ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen. Nun stehen dir der schwierigste Teil des Weges bevor. Halte nach den 88 Tasten Ausschau, um die Reise in die Vergangenheit fortzusetzen zu können. Dein nicht liebender Großvater Edward. Ja, 88 Tasten. Okay. Ich genau jetzt, was 88 Tasten hat. Und das ist das Klavier. Okay. Denk mal, dass er das meint. Okay. Deck. Warum leckst du? Okay, dann wollen wir das mal. Okay. Denke. Das Klavier ist hier drin. Oder auch nicht. Okay. Klavier, wo bist du? Narte. Was für eine. Hier ist das Klavier. Untersuchen. Detail. Der Einblick des Flügels, bla bla bla. Aha. An der Kapitelseite nehmen wir die verbotene Stadt Lhasa. Die verbotene Stadt. Okay, was passiert? Who are you? I am your lord and conqueror. What manner of forsaken being are you? So, you can see me in my true form. You are a gifted man. Take this one and use him as the foundation for the pillar. He is special and should be given a special place among the suffering. Okay, wollen wir mal die nächste Kapitelseite lesen. Much has been written about the exploits of conquerors. In the context of history, one man's champion is another man's nemesis, hero or murderer. Much has been written, but what has not is far more interesting. The Tome of Eternal Darkness mentions a Venetian artist and architect of the Renaissance named Roberto Bianchi. Roaming abroad to find inspiration, he was captured by a warlord expanding his empire. He forced Roberto to use his architectural and engineering skills to construct a monument to his greatness. To complete his task, he must survey the site. Survey the site quickly, dog, and maybe you'll live long enough to see the sacrament's construction. Did you think we would trust you, Bianchi? Even though you are graced with the generosity of our liege, you are still his prisoner. As I said, finish your work quickly. And maybe we'll drag you out of this hole. Roberto soll die Ruinen des antiken Tempels begutachten. Die Räume, die er genauer untersuchen muss, sind auf der Karte angezeichnet. Erst wenn diese Areale genauestens überprüft wurden, kann der Bau fortgesetzt werden. Was ich noch nicht so ganz verstehe bei diesem Spiel, die Personen müssen ja irgendeine Verbindung zueinander haben. Das Fundament steht, aber es ist stark beschädigt. In welchem Zustand sich der Rest des Gebäudes befindet, ist ungewiss. Und es ist Robertos Aufgabe herauszufinden, ob die Bauarbeiten fortgesetzt werden können. Ich bin ja echt mal gespannt, auf was das alles hinausläuft hier. Okay, seltsame Wände, wenn ich das so sagen darf. Was haben wir denn alles? Nur eine Fackel, okay.
Wir müssen jetzt genauestens untersuchen. Dieses Gebäude hier untersuchen. Die sind mit dem Kreuz gekennzeichnet. Okay, da bin ich. Ganz unten sind die Räume alle versteckt. Verstehe. Weil ich total dumm gekennzeichnet hier alles. Aber naja. Also, da sind zwei. Da ist einer. Okay, sind drei Räume. Wie das ausschaut. Oder? Ja, anscheinend. Okay, mal gucken. Oh, wer ist das denn? Hallo, mein Freund. Wie bist du denn? Okay, anscheinend. Hier ist schon mal nichts. Okay, dann müssen wir runter. Okay. Ist auch nichts. Oh, wir stürzen bestimmt gleich. Oh, shit. Moment. Das kann ich doch anders machen. Nehmen. Aua. Den überhaupt ein bisschen besiegen. Ist doch. Ohne Waffe ist das. Selbstmord. Wenn ich das mal so sagen darf. Hat er irgendwas? Untersuchen. Detail. Einer der Leidensgenossen Robertus liegt tot am Boden. Seine Wunden haben die Aufmerksamkeit der Kreaturen aus sich gezogen, die sich an ihm gütlich taten und seine Eingeweide auf dem Boden verteilt haben. Okay, anderen hat aber keine Waffe. Wieder hoch. So, woanders? Wo sind wir denn jetzt? Okay, muss an. Hier ist ein Kreuz. Hier muss irgendwas sein, okay. Hier soll ich was untersuchen. So, warum werdet ihr dieses Areal begutachten? Ja, das Mauerwerk zeigt die Spuren starker Beanspruchung. Es ist alles andere als stabil, aber. Wenn man die Wände genügend abstützt, werden sie vielleicht wieder den Ansprüchen des Monuments gerecht. Okay. Begutachtet. Na gut. Oh, hier liegt was. Ein Säbel. Ein alter Seif liegt blank gezogen auf einer Kante. Ein Seif. Oh, dann nehmen wir den nochmal. Nehmen. Alles klar. Alberto, hinunter mit dir. Oder Roberto. Oder wie auch immer du heißt. Namen sind unwichtig, die lenken nur ab. Gut. Okay. Wo sind wir hier? Ach, da. Okay. Detail. Neben dem Turm führen sich ein Hebel. Roberto. Roberto. Huch. Komm her. Abscheuliche Kreatur. Des Jenseits. Zack. Okay. Hebel betätigen. Ah, noch mehr. Natürlich. Alles eine Schikane hier, damit ich länger in den Turm bleibe. Okay. Ich lasse doch keinen am Leben. Zäh. Wüsste ich aber. Okay, wir können weiter. Lass mich raten, die steht wieder auf. Ja, ich wüsste es. Okay. Aua. Banause. Ich bin der Bauer des Atoms, du darfst mich nicht schlagen. Nicht. Oder? Also halb. Ja.
Architekt lässt grüßen. Okay, müssen wir hier was gucken? Ah, hier ist auch was. Okay. Untersuchen. Auf der Umrandung liegt eine Armbrust. Okay. Soll ich hier auch irgendwas begutachten? Sag was. Armbrustbolzen, alles klar. Der Mann brabbelt unzusammenhängend davon, dass seine Kollegen von Würmern verschlungen wurden und dass Roberto der Nächste sein wird. Ja, mach mal ruhig Mut, ist nicht schlimm. Soll Areal begutachten, Staub und Geröll fallen vom Dach, da es im Gestein Verwerfungen gibt. Für Roberto ist es äußerst schwierig zu erkennen, wie stabil das Gemäuer tatsächlich ist. Aber so viel steht fest, das Mauerwerk muss stark abgestützt werden, wenn weiter gebaut werden soll. Okay. Das hast du schon mal gut gemacht, Roberto. Als nächstes müssen wir die beiden Räume erkunden. Warte mal, von hier kam hier, ne? Genosse. Och nee, komm. Och, hör doch auf. Ach, Anthony, unser Prinz, Lufa. Eingebrüllte Gemüse, das aussieht wie blablabla. Nehmen wir sie. Turm of Eternal Darkness. Ich würde fast sagen, wir machen hier einen Schnitt. Bis zum nächsten Mal.